Und herzlich willkommen zur 140. Folge. Ach komm, ich guck, ich sicher, sicher, ganz ehrlich. Ich bin gerade schon wieder so paranoid. Ich muss gucken, ob die Aufnahme gut ist. Und herzlich willkommen zur 140. Oh gut, am Anfang ein bisschen gestocker, ansonsten geht's. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Ich kann euch ja mal die eine Folge zeigen, die so total verkackt ist. Es war ja die Folge, die quasi für euch müsste die auch heute kommen. Die erste Klicker-Folge von heute, die heute mit online kommt. Ja, also von der Zeit her kommt sie jetzt nach der Folge, weil ich mach's mit der Veröffentlichung immer so. Die Folge, die gerade eben aufgenommen wurde, die kommt immer um 0 Uhr. Die Folge, die jetzt hier, also die jetzige Folge, müsste dann 0:15 Uhr kommen. Und die erste Klickerfolge kommt dann um 0:30 Uhr, die nächste um 0:45 Uhr und die letzte um 1 Uhr. Also immer Viertelstunde später. Und direkt die Klickerfolge, die jetzt nach der Folge kommt, da müsst ihr mal reinhören. Obwohl besser nicht. Denn die ist katastrophal. Also da ist irgendwas schiefgelaufen bei der Aufnahme, ich weiß nicht was. Ist aber auch egal. Ist ja hier das Mindset Let's Play, nicht Clicker Hero Let's Play. So mal Clicker Hero gucken sowieso keine. Also ich habe da vielleicht 2 Views pro Video Maximum. So, wie weit waren wir? Mit dem Holz waren wir fertig? Ja, mit dem Holz waren wir fertig. Okay, das heißt, was jetzt kommt. Moment mal, erstmal müssen wir hier überall noch 2 Steine rein drauf. Ich dachte, wir waren mit den Wänden schon fertig. Waren wir ja gar nicht. Na, holla die Waldfee. Gut, das heißt, gut, hab's gemacht. Okay. Genau, hier ist komplett offen. Da kommt das große Fenster rein. Genau, dann ziehen wir jetzt die Wände oben auch wieder hoch, um 2 Reihen. Ich habe jetzt nicht die ganzen Steine. Ich habe die ganzen Steine weggepackt. Ach ja, stimmt, okay, klar, weil ich eigentlich eher den Leuchtturm machen wollte. Gut, dann machen wir jetzt auch den Leuchtturm. Komme ich hinten raus? Nein, komme ich nicht. Ich musste also übers Dach. Nein, ich laufe nicht am Hotel dran vorbei. Okay, doch, ich laufe dran vorbei. Ist mir gerade alles so blöd hier. Sterben! Pff, tot. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen heute so wenigstens. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Mal gucken, also wir machen heute mindestens 8 Reihen. 8 Reihen wird das Ding mindestens hoch. Ich habe dafür viel zu wenig Sand dabei, so hoch komme ich gar nicht. Schissel Dissel. Ich glaube, ich muss irgendwo einen Baum kappen. Ich brauche Holz. Holz. Gibt es hier irgendwo diesen sagenumwogenen Holz? Kommt der Baum, der kann da weg. Warum ist der überhaupt Stein? Was ist denn da los? Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Hey, hier wächst ein Baum auf Gestein. Was auch immer das soll, ich habe keine Ahnung. Warum ist hier Gestein? Hä? Okay, das macht mal seriously gar keinen Sinn. Wo schieße ich die Steine hier mal ab? Könnte ich machen. Mache ich auch. Sobald der Baum weg ist. Voll, das sieht hier komisch aus mit dem Gestein. Ach, war klar. Ich habe gerade schon die ganze Zeit die Q-Taste gedrückt gehabt, aber trotzdem hat das nicht registriert. Hat er doch schon den Baum abgebaut.
Das gibt ein Debakel. Bei was denn? Bei was? Das gibt doch ein Debakel. Bei was denn? So, dann kann ich hier den Baumstamm wieder hinbauen. Easy, hat keiner gesehen. Okay, ich baue mal hier oben auch hin. Oh, da ist ein. Der schöne Baum kaputt gemacht hier. Ja, das war genau das, was ich wollte. Ein Hurensohn. Ich sag viel zu oft Ausdrücke, kann das sein? Das war meine Jugend ist schuld. Ich kann nichts dafür. So, okay. So, die stehen hier auch noch weg. Und dafür kommt hier jetzt Sand hin. Und schon sieht es besser aus. Nein. Perfekt. Tada. Oh, komm, wir nehmen wir auch noch mit hier. Brennmaterial, keine Schaden. So, jetzt haben wir Holz. Jetzt können wir da nämlich Leitern reinbauen. Weil mit Sandberg dahin da reinbauen, kommen wir nicht mehr hoch genug, weil wir brauchen, wir müssen ja hier. Ne, wenn wir jetzt hier so einen riesigen Berg aufschöffeln würden, der so groß wäre, damit man hier 12 Blöcke hochkommt, wäre einfach komplett sinnfrei. Also machen wir lieber Leitern. So. Bam, bam, bam. Das da. Du nach da, du nach da. Dann haben wir ordentlich Leitern. Ich mach mal nochmal 40. Dann haben wir gleich mal 80 Leitern für Vorrat, auch für spätere andere Projekte. Ne, Leitern kann man immer gut gebrauchen. So. Easy. Schon kommt man hier wunderbar rauf. So, jetzt müssen wir aber allerdings, damit genau. Erstmal brauchen wir die ganzen Blöcke. Das heißt, du bleibst mal da. Du gehst weg, du gehst weg. So, da rein. Da rein. Die restlichen können einfach so reinsortiert werden, weil die werden ja mit dem Replacement Tool gesetzt. Okay. So, Nummer 1, Nummer 2. Nummer 1, Nummer 2. Nummer 1. Oh Gott, wie rot das wird. Nummer 2. Ich will wirklich schon 8 Stück machen. Oha. Hoffentlich wird das nicht doch zu hoch. Es sieht nur so hoch aus. Also kurz, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben quasi 10 Blöcke Höhe. Ich glaube, ich lasse das mal doch auf 10 tatsächlich. A ist 10 eine gute Zahl. Ne, ich meine, 12 wäre eine schönere Zahl. Ich mag 12 und 16 und so. Alle durchführbaren Zahlen. Durch 4 teilbaren Zahlen mag ich. Aber lassen wir nicht machen. So. Siehste, was ich schon immer mal gucken wollte, weil das würde uns die Arbeit halt hart vereinfachen. Ich habe mir nämlich mal überlegt, weil guckt mal, wenn hier dieses Replacement, wenn man hier klickt, bam, dann steht Node Replacement Tool set to bla 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 bla. Hä, Moment mal, als ich jetzt hatten will. Warte mal kurz. Kann es sein, dass ich mich gerade zum Affen mache? Warte mal kurz. Ich Leiter. Kopieren. Einfügen. Und wenn ich jetzt das Ding verschiebe. Okay, ich verschiebe also doch pro Item. Die Frage wäre also: A. Speichert erst quasi. Pro, also worauf ich hinaus möchte, wenn man mehrere Replacement Tools im Inventar hat, kann man dann auch mehrere Sachen speichern quasi? Das würde uns nämlich bei dem Turm die Arbeit mächtig erleichtern, weil da haben wir immer zwei Farben und da muss ich nicht immer erst das Weiße markieren, dann kopieren, dann das Rote markieren, kopieren, Weiße wieder markieren, kopieren, sondern könnte halt einfach beide kopieren und dann einfach die Dinger abwechselnd benutzen.
Das ist meine Idee dahinter. Die Frage ist halt, geht das? Das wäre halt schön. Das wäre geil. Irgendwo. Kann man das mal irgendwie schnell probieren? Ich mach mal hier Sand. Sand und Leitern sind Sachen, die man schnell abbauen kann. Ich mache jetzt mal dich dahin und dich dahin. So, mit dich. Ja, das hat gut funktioniert. So, mit dem kopiere ich das Ding, mit dem kopiere ich das Ding. Und jetzt. Es funktioniert wirklich. Oh, ist das geil. Ist das krass. Oh, schön. Cool. Okay, das war einfach die Sache natürlich ungemein. Das ist geil. Das heißt, warte mal ganz kurz. Moment mal, wenn ich jetzt dich wegwerfe und jetzt das Ding benutze und das Ding wieder aufsammle, er speichert das wirklich im Item selber. Oder? Oder speichert erst pro Slot im Inventar? Ach Mist. So. Jetzt verschiebe ich mal dich dahin. Du bist jetzt immer noch gesetzt auf Sand. Genau. Wenn ich jetzt dich wieder aufsammle, machst du aber immer noch eine Leiter. Ja, okay. Er speichert das Ganze also definitiv im Item selber. Okay, das ist geil. Das ist ja mal richtig nice. Cool. Siehst du, war also doch gut, dass wir mittlerweile schon zwei Replacement-Tools haben, weil wir aus Versehen zwei gemacht haben. Das ist geil. Das gefällt mir richtig hart. Weil, wie gesagt, das beschleunigt halt so manche Vorgänge durchaus erheblich. Ne? Von daher, geil. Finde ich cool. Oh, so viel richtig geil. Ronny, wir haben es kapiert. Das hat die Fresse, ey. So, einmal weiß, einmal rot. Und jetzt geht es nämlich ab. Jetzt können wir es nämlich hier aufstellen. Bam. Weiß, rot. Weiß, rot, weiß, rot. Und, ne? So kann ich einfach raufstapeln. Und es ist halt ultra einfach. Und ist halt geil, ist das. So habe ich mir das vorgestellt. Upsala. Das ist live, Bitch. Ja, fall ich halt runter. Ein Hurensohn bist du. Ne? So ist das halt. So ist das halt cool. So ist es halt richtig geil. Also. Das ist cool. Das ist richtig cool. Wieso habe ich jetzt gerade Schmerzen bekommen, aber gerade eben davor nicht? Macht das irgendeinen Sinn? Nein. So. La, 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 la. Okay. Ich gehe sterben. Boah, das ist... Okay, das ist... Also, dieses Replacement-Tool, ich liebe es immer mehr. Es wird immer mehr zum... Mann, meine Träume. Ja. Ich glaube, das Replacement-Tool ist so gut, es replaced noch meine Freundin. Ich hoffe, sie guckt niemals diese Folge. So. Alter, wie geil das halt einfach ist. Das heißt, ich kann unten halt einfach 8 Replacement-Tools drin haben. Ich kann dann so voll automatisiert irgendwelche Sachen bauen, indem ich einfach immer nur wieder Sachen wiederhole, wie so ein Ablaufplan. Macht irgendwie richtig Fun. Ist irgendwie geil. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt direkt die Blöcke benutzen, aber nein. Wir machen es jetzt alles für die Replacement-Tool, einfach weil es so geil ist. Und kriege jedes Mal Schmerzen. Das ist aber schade. Na gut, dafür haben wir eine Rüstung, oder? Wobei, siehst du... Ich verschwende gerade voll meine Rüstung, kann das sein? Ach, die ist egal. Die ist solide, die ist von Fadi noch. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Film dieser Spruch ist. Mit die solide, die ist von Fadi. Noch. War das irgendein Werner-Film? So, jetzt müsste ich keine Schmerzen bekommen, richtig? Ja, okay. Dann baue ich den letzten Block immer in mir drinne. Das klingt auch irgendwie falsch. Dann kriege ich keine Fallschmerzen. Oder keinen Fallschaden. Oh, das war jetzt ein bisschen sehr tief. So, ich sehe nichts mehr. Alter, das geht so halt ultra schnell. Verdammt, das geht fast zu... Ich hatte eigentlich gehofft, wir brauchen mit dem Ding 20 Folgen, einfach um Content zu liefern.
Und jetzt geht das doch so schnell. Scheiß jemand an. Ne, jetzt habe ich das kopiert. Ja. Das war nice. War geplant. Genau so. So. Schwupps. Da wups. Tod. Übrigens habe ich jetzt mittlerweile Doom Eternal mal gespielt. Ist er jetzt draußen? Wer hätte das gedacht? Ich meine, wenn ihr die Folge seht, ist es schon lange draußen. Halt, was macht denn da? Bitte einmal das kopieren. Wie gesagt, ich habe das Doom Eternal gespielt und ich muss sagen, es ist verwirrend. Also, ne, ich möchte das Doom Eternal definitiv nicht haten, weil das Spiel ist definitiv geil. Und es ist auch genauso geil, wie ich es erhofft hatte. Also es ist richtig... Hä? What the fuck? In diesem Block kann man nur in eine Richtung laufen. Das macht so gar keinen Sinn, aber es ist halt so. Was soll ich gerade sagen? Genau. Doom Eternal ist halt mindestens genauso geil, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das heißt, die Erwartungen wurden alle locker erfüllt. Aber ich habe, wie gesagt, das Spiel ja durch. Und am Ende... Ach nein, nicht wieder runterfallen. Am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl mit... Ja, irgendwie geil, aber irgendwie... habe ich jetzt mehr Fragen als davor. Erstens werden in dem Spiel viele neue Inhalte präsentiert. Das Ganze rückt jetzt in eine richtig religiöse Richtung. Oh, falsch rum. Du bitte da. Und du bitte. Danke. Religiöse Richtung. Ne? Auf einmal ist alles irgendwie so, es wird an Gott geglaubt und wir sind Teil der Prophezeiung, das ist ja schon länger so, aber jetzt rückt das wirklich extrem in den Vordergrund. Davor war das ja mit dieser religiösen, religiöse Hintergrund war bisher nur so eine Hintergrundnotiz, Wortspiel. Und jetzt wird das halt richtig in den Vordergrund gesetzt. Jetzt kämpft man auch gegen Priester und so einen Scheiß. Und gegen eine Gottheit. Die eine Göttin ist einer der... Ist eine der Bosse, der Zwischenbosse quasi. Das heißt, erstmal Story muss man irgendwie verstehen können. Und dann hat das Spiel aber selber auch so ein paar Sachen, wo ich mir so denke, okay, ist geil, hätte man aber definitiv noch besser machen können. Zum Beispiel, kommt relativ weit am Anfang, kommt man in eine Welt, also auf die Erde quasi, in die Welt auf die Erde und kämpft dagegen die Demon. Und die Welt ist halt total zerstört, alles voller Lava. Und man sieht aber im Hintergrund so riesige, wirklich riesige Monster laufen. Also so richtig Titan. Ne, so richtig große Scheißviecher. Und da denkt man sich so, boah, weil die wirken halt wirklich ultra geil. So richtig inszeniert, richtig, richtig schick. Und man denkt sich so, boah, geil, Alter. Ich wünschte... Ich könnte gegen die mal kämpfen. Ja, kann man aber leider gar nicht. Die sind einfach nur Dekoration. Die kommen später in der Story nochmal vor. Und zwar halten denn so riesige Titanen irgendwelche Ketten, die du zerstören musst. Also nicht irgendwelche, aber ich will jetzt nicht spoilern. Deswegen lässt einfach mal so im Raum stehen. Die halten halt Ketten, die du selber durchtrennen musst. Aber dadurch durchtrennt. Also die halten die Ketten und du musst die Ketten durchtrennen.
Aber das ist alles, mit denen, wie du mit denen in Berührung kommst. Sonst machst du mit denen halt gar nichts. Die fallen halt quasi um, weil die Kette natürlich gerissen ist, dann fallen die so um, bumm, weg. Und da denke ich mir so, okay, schade. Weil ich fand die, ich finde diese Titan halt ultra geil und die hätte man so unendlich, was mache ich hier gerade? Die hätte man so unendlich gut in das Spiel integrieren können als richtige, ne, als richtiges Teil der Story, dass du gegen die halt kämpfen musst. Und zwar richtig kämpfen. Und stattdessen kommt am Ende so ein Icon of Sin-Abklatsch. Also jetzt, sorry, ja, aber der Final Fight, versprecht euch davon nicht zu viel. Der finale Bosskampf ist so unendlich langweilig und so unendlich dumm. Also, sorry. Du kämpfst quasi, ne, der Icon of Sin sagt dir vielleicht den was, die damals das Original Doom 2 gespielt haben, dieser riesige Kopf, der in der Wand steckt. Und er war quasi kein Einzel, weil damals sah der eher so aus, als wenn es ein abgetrennter Kopf ist, also ein einzelner Kopf, der irgendwie an der Wand befestigt und fixiert war. Das war aber eher so Neon Genesis Evangelion-like, dass der Kopf quasi nur aus dem Boden geguckt hat und fixiert war, aber unterirdisch war noch der gesamte Körper. Das heißt, das Ding hat an sich existiert. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Weil dieser Icon of Sin kommt nämlich im Doom Eternal vor, als Titan. Aber erstens ist er halt viel kleiner als die Titanen, die man am Anfang gesehen hat. Deswegen fand ich es halt ultra langweilig, weil ne, der Titan war kleiner als die Titanen. Obwohl er eigentlich, ne, Icon of Sin, so der als Obermacker-Boss, sollte eigentlich das Größte sein, was überhaupt geschaffen wurde. Dann ist aber noch so. Ja, wie gesagt, du kämpfst gegen diesen Icon of Sin, gegen diesen Titan, indem du auf einem Haus stehst. Du, also, ist so eine Hausruine, du stehst auf dem Dach und ballerst den Icon of Sin ab. Während der Icon of Sin mit seinen Fäusten auf das Dach trümmert, wie so Donkey Kong-Style. Ne? So richtig dumpf Donkey Kong-Style. Einfach aufs Dach hauen, während du da drauf stehst. Wow. Da kann ich auch Donkey Kong spielen. Erstens ist jetzt scheiße animiert, weil normalerweise, wenn so ein Riese, ne, der hat ja auch ein paar Kilo, und wenn das mit einmal auf so ein Haus kracht und das Haus sowieso schon eine Ruine ist, dann bricht es eigentlich in sich zusammen. Weil so ein Arm von so einem Riese, der hat einfach mal ein Gewicht von ein paar Tonnen. Und ich meine, okay, ist da weiche Fleischmasse, aber trotzdem, wenn so ein paar Tonnen mit einmal auf so ein Dach kommen, und das Dach sowieso schon halb in der Luft hängt. Da gibt es in der Regel nach. So funktioniert Physik. Da aber nicht so unbedingt. Und zweitens, wie gesagt, dieses ultralangsame. Du rennst da auf dem Dach rum und er versucht dich da Platz zu machen. Nee, komm bitte. Also, das ist so ein bisschen, wo ich mir so dachte, okay, das haben sie echt verkackt. Das Ende ist ein bisschen total verkackt. Und was so gar keinen Sinn macht, und zwar wirklich absolut gar keinen Sinn. Was ist das für eine komische Szenerie? Ich meine, die Szenerie, die gesamte Gegend, in der du rumläufst, sieht halt ultra geil aus. Macht aber absolut keinen Sinn. Also wirklich so gar keinen Sinn. Beispiel. Die Szenerie besteht teilweise daraus, dass ich weiß. Ich kann es nicht mal erklären. Da liegt ein riesiges Monster, liegt so in der Gegend rum, tot. Dann steht da so ein riesiger Mensch, also wirklich so riesig wie Titanen, steht davor mit so einer Lanze, hält ihn quasi vor das tote Monster, ist selber aber auch scheinbar tot. Also also quasi wie so eine Art Statuen, lebendige Statuen, die einfach in Pose stehen. Wie sind die da hingekommen? Warum sind die da? Ist der Typ beim Versuch zuzustechen gestorben und dann einfach. Und vor allen Dingen das Dümmste ist, so rein zufällig hat diese riesige Lanze, die er da in der Hand hält, und das eine Monster da, um diese riesige. Also der riesige Typ, der da in gefrorenem Zustand da irgendwo steht mit dieser riesigen Lanze. Nein, ich meine nicht die Lanze, sondern ich meine,
Werkzeug, Waffe, Lanze, steht da vor diesem Monster, die Pfeilspitze so nah vor dem Körper des Monsters, und dann ist aber in dieser Pfeilspitze auf einmal so ein komisches Fach für so ein Energie-Dings da Bumster. Das musst du da so ein Energie-Ding da holen, um das vorne in die Waffe, in die Spitze der Lanze reinzumachen, damit aus der Lanze vorne ein Laserstrahl rauskommt. Also ist kein Laserstrahl, sondern ist so ein komisches Ding, was da rauskommt, aber what? Das macht teilweise so, also wie gesagt, die Szenerie sieht halt ultra geil aus, aber wenn du dir über manche Sachen zu viele Gedanken machst, du wirst kürre. Das ist, nee. Weil es wird auch in keinster Weise erklärt. Ich meine, ist das jetzt eine Welt der Riesen, für die man selber quasi nur Ameisen darstellt? Oder sind diese Riesen irgendwie vergrößerte Menschen? Warum sind die überhaupt da? Warum stehen die alle still? Weil die sind Teil, wie gesagt, der Szenerie. Warum stehen die da einfach so still? Warum genau in der Angriffspose? Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was man mir damit versucht zu sagen. Ich habe absolut keinen Plan. Deswegen, also Doom Eternal unbedingt spielen, ist ein ultra geiles Spiel, aber versucht bitte nicht darüber nachzudenken. Versucht bitte über nichts nachzudenken. Genießt einfach das Spiel als Konsumgut, rennt einfach durch, ballert einfach alles ab, ultra detailreich gestaltet, also wirklich, ich habe teilweise, ne, ist ja so wie Doom 2016 gemacht, heißt also, du kommst in einen Raum, dann kommt in dem Raum Monster oder sind schon drinne, wenn du reinkommst. Du bringst sie alle um und gehst in den nächsten Raum. So ist es auch aufgebaut. Und ich habe teilweise aber mich wieder damit wiedergefunden, dass ich in dem Raum, nachdem ich alle Monster umgebracht habe, mich erstmal in dem Raum umgeguckt habe, weil es halt so unendlich gut gemacht war, die Ingestaltung. Wenn sie dann halt sinnhaft war. Aber wie gesagt, manche Sachen. Mal gucken, vielleicht mache ich wirklich mal Let's Play darüber, aber. Das Problem ist, wenn ich Let's Play darüber mache und die ganze Zeit nur uprage, weil ich die Sachen nicht verstehe, weil wenn ich schon Let's Play mache, dann würde ich die Sachen natürlich auch gerne thematisieren. Und ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Ich habe echt keinen Plan. Und außerdem, ganz ehrlich, wie gesagt, Doom Eternal ist so eine Sache, da sage ich mir, da bleibe ich lieber bei Brutal Doom. Habe ich aber auch schon damals bei Doom 2016 gesagt. Doom 2016 ist auch cool. Aber Brutal Doom ist besser. Ja. Aber gut, das ist eine Geschmacksfrage. So, der Turm ist soweit fertig. Von außen sieht er halt voll klein aus. Ich meine, gut, da kommt jetzt noch ein Koloss um drauf. Und zwar die eigentliche Plattform kommt ja um drauf, ja, wo das Leuchtmittel drin ist. Aber sieht schon ein bisschen klein aus. Oder aber für die Größe zu dick. Nur dünner kriegen wir es halt nicht. Wir lassen das Ding erstmal so und kümmern uns jetzt erstmal um das Hotel. Wenn das Hotel fertig ist, dann gucke ich, ob ich das Ding doch noch ein bisschen größer mache. Aber die Frage beantworte ich mir selber erst dann, wenn das Hotel fertig ist und ich weiß, wie groß es tatsächlich wird. Weil da bin ich, öffentlich gesagt, jetzt gerade nicht so ganz zufrieden. Also es sollte doch mindestens noch zwei Blöcke, also eine Doppelreihe rauf. Oh, dunkel in Berlin. Oh, schon habe ich einen trockenen Mund. Na gut, ich trinke erstmal was. Ich glaube, ich höre mal mit der Folge hier auf. Dann trinke ich erstmal was. Oh, Alter. Hab zu viel geredet, zu viel mich aufgeregt. Ja, und dann mache ich die nächste Folge hier mit dem Hotel weiter. Und dann gucken wir weiter. Von daher für euch bis morgen. Ja, genau, bis morgen. Bis morgen. Bis dann.